Moin Moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute gehen wir in den 9. Teil der Lesung des Buches Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Und wir haben uns bis jetzt hauptsächlich mit den beiden falschen Personen in der Geschichte beschäftigt, der falschen Anastasia, die eine wunderbare Einleitung zu diesem Buch gegeben hat, die so gesagt, die behauptete, die einzige Überlebende des Abschlachtens der Familie Romanow Beginn des 20. Jahrhunderts gewesen zu sein, wo die ganze Zarenfamilie ausgerottet wurde, was natürlich die Jesuiten brauchten, um ihre kommunistische Agenda in Russland zu pflanzen, mit vielen verschiedenen Zielen. Und sie hatten das ja vorher in Paraguay bereits geübt, mit den Reduktionen von Paraguay im 17. Jahrhundert, da hatten wir ja auch schon verschiedene Male drüber gesprochen. Und es ist natürlich auch eben immer noch das uralte Traumziel, das Schisma von 1054, die Teilung der Ost- und Westkirche zu überwinden und die Ostkirche zurück unter Rom zu bringen. Also wir hatten einmal die falsche Anastasia, wo ein Prozess lief in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in Hamburg, wo ganz klar dargestellt wurde, dass die Person, was sie vorgab zu sein, eben nicht war. Und wir haben gesehen, dass es da bereits ein anderes Beispiel gab, nämlich Anfang des 17. Jahrhunderts, den Demetrius, der vorgab, der Sohn des Ivan des Schrecklichen zu sein und von daher rechtmäßigen Anspruch auf den Zarenthron gehabt zu haben. Aber das war ein Jesuit Stooge, wie man so schön im Englischen sagt. Ja, das war also eine Jesuiten-kontrollierte Schauspielerfigur. Ob er jetzt selbst so indoktriniert war, also man könnte fast sagen, Gehirn gewaschen war, dass er selbst glaubte, der Sohn gewesen sein oder nicht, da sind wir uns nicht ganz sicher von. Solche schwachen Leute werden ja oftmals eben auch gebraucht, um bestimmte Rollen zu spielen. Man denke nur mal an zum Beispiel Manchurian Candidate und solche Scherze, da braucht man ja auch Leute, die einfach vom Geist sind, lass uns mal sagen. Das habe ich bei dem vielleicht von Anfang an festgestellt, man konnte ihn manipulieren. Er hat wunderbar die Rolle gespielt, danach gab es dann noch zwei Leute, die aufgetreten sind als Demetrius. Halt alles nur, um die Herrschaft in Russland zu bekommen und über diese Herrschaft, die dann insgeheim von den dunklen Mächten im Hintergrund aus Rom gelenkt werden, dafür zu sorgen, dass die Teilung der Kirche aufhört und dass die römisch-katholische Kirche die Oberhand hat über das große Reich in Russland und wahrscheinlich eben auch den anderen angrenzenden Ländern, wenn die sogenannte orthodoxe Kirche, die griechisch- und die russisch-orthodoxe Kirche fallen, die eben den Papst nicht als den ultimativen Herrscher in dieser Welt anerkennen wollen. Das zu einer kleinen Einleitung im Grunde für diejenigen, die bis jetzt die Lesung noch nicht gesehen haben. Es soll ja immer Leute geben, die auch bei der 8., 9. oder 10. Lesung dann neu zu kommen und das zum ersten Mal schauen. Ich kann euch sagen, das, was wir bis jetzt in dem Buch gelesen haben, die ersten 95 Seiten, die uns hierher gebracht haben, die waren zwar interessant, aber es war im Grunde eine Einleitung in das, was noch kommt. Im Augenblick sind wir in dem Kapitel beschäftigt mit dem dichterischen Hintergrund. Der genaue Titel des Kapitels heißt hier, lass mal eben nachschauen, natürlich dann klebt die Seite wieder zusammen hier, die dichterische Gestaltung des Falles, also des Falles des Demetrius. Wir schließen dieses Kapitel heute mit Sicherheit ab und deswegen gehen wir jetzt auf Seite 97, da gehen wir weiter zu lesen und ich werde nochmal eben einen Absatz kurz wiederholen, bevor wir weitermachen. Nämlich der erste volle Absatz auf der Seite 97, der lautet: Es wäre also sehr wohl möglich, dass der Herzog von Weimar durch den, zwischen Anführungszeichen, Demetrius, der russischen Verwandtschaft wegen, für äußerst skabrös gehalten hätte. Zumal der regierende Zar Alexander I. dem russischen Historiker Karamsin verbot, den Fall Demetrius eingehender zu behandeln. Jedenfalls muss man zu dieser Auffassung kommen, wenn man die merkwürdig gewundenen Erklärungen Goethes liest, mit denen er es begründet, seine Absicht aufgegeben zu haben, Schillers Demetrius nach dessen Tode zu vollenden.
Ich hatte da bereits letzte Sendung einen Kommentar darüber gegeben, wie ich die Haltung und das Handeln von Goethe hier einschätze. Ich werfe das hier in die Runde. Das kann man als Gesprächsthema, Diskussionsthema auffassen. Ich bin davon überzeugt, dass ich damit recht habe und ich habe mit solchen Einschätzungen in der Vergangenheit sehr selten daneben gelegen. Passiert, aber ich kann mir das hier kaum vorstellen. Auf jeden Fall fährt der Autor jetzt fort und sagt, der Dramaturg Heinrich Bulthaupt schrieb dazu, Zitat, er, also Goethe, Goethe erzählt uns in dunklen Worten von Hindernissen, die sich der Ausführung entgegensetzen, die mit einiger Besonnenheit und Klugheit vielleicht zu beseitigen gewesen wären. Ende Zitat. Bulthaupt schreibt, dass Goethe uns in dunklen Worten von Hindernissen erzählt, die sich der Ausführung entgegensetzten, die aber beseitigt gewesen wären. Also, wenn Goethe hier weiß, dass es um die Jesuiten geht, dann sollte er auch wissen, dass man die nicht beseitigen kann. Ja, das ist eine Fehleinschätzung, der schon viele Menschen unterlegen sind. Jedenfalls hören wir uns mal an, was Goethe selbst dazu sagt, weil er schreibt in den Tag- und Jahresheften, also im Grunde sowas wie sein Tagebuch, über das Jahr 1805, Zitat, mein erster Gedanke, und das ist jetzt nach Schillers Tod, mein erster Gedanke war, den Demetrius zu vollenden. Von dem Vorsatz an bis an die letzte Zeit hatten wir, von dem Vorsatz an bis in die letzte Zeit hatten wir den Plan öfters durchgesprochen. So hatte Schillers aus- und aufstrebender Geist auch die Darstellung des Demetrius in viel zu großer Breite gedacht. Ich war Zeuge, wie er die Exposition in einem Vorspiel bald dem Wallensteinschen, bald dem Orleanistischen, also seinem eigenen Werk von Schiller hier, die Jungfrau von Orleans, ähnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach sich ins Engere zog, die Hauptmomente zusammenfasste und hie und da zu arbeiten anfing. Indem ihn ein Ereignis vor dem anderen anzog, hatte ich beirätig und mittätig eingewirkt. Das Stück war mir so lebendig als ihm. Nun brannte ich vor Begierde, unsere Unterhaltung dem Tode zum Trutz fortzusetzen, seine Gedanken, Ansichten und Absichten bis ins Einzelne zu bewahren und ein herkömmliches Zusammenarbeiten bei Redaktion eigener und fremder Stücke hier zum letzten Mal auf ihrem höchsten Gipfel zu zeigen. Sein Verlust schien mir ersetzt, indem ich sein Dasein fortsetzte. Unsere gemeinsamen Freunde hoffte ich zu verbinden. Das deutsche Theater, für welches wir bisher gemeinschaftlich, er dichtend und bestimmend, ich belehrend, übend und ausführend gearbeitet hatten, sollte bis zur Herankunft eines frischen, ähnlichen Geistes durch seinen Abschied nicht ganz verwaist sein. Genug. Aller Enthusiasmus, den die Verzweiflung bei einem großen Verlust in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war ich von aller Arbeit. In wenigen Monaten hätte ich das Stück vollendet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehen, wäre die herrlichste Totenfeier gewesen, die er sich selbst und den Freunden bereitet hätte. Ich schien mir gesund, ich schien mir getröstet. Nun aber setzten sich der Ausführung mancherlei Hindernisse entgegen, mit einiger Besonnenheit und Klugheit vielleicht zu beseitigen, die ich aber durch leidenschaftlichen Sturm und Verworrenheit nur noch vermehrte. Eigensinnig und übereilt gab ich den Vorsatz auf, und ich darf noch jetzt nicht an den Zustand denken, in welchen ich mich versetzt fühlte. Nun war mir Schiller eigentlich erst entrissen, sein Umgang erst versagt. Ende Zitat. Nun, Bulthaupt hat recht, wenn er von den dunklen Worten spricht. Diese dunklen Worte entsprechen aber durchaus den dunklen Kräften im Hintergrund, von denen der Vorsitzende des Hamburger Landgerichts beim Anastasia-Prozess sprach und deren Wirken wir beim Demetrius-Schwindel so gut erkennen konnten. Wenn also dem Zaren Alexander I. die erneute Behandlung des Demetrius-Schwindels durch den russischen Historiker Gramse nicht ins politische Konzept passte und er diese Darstellung verbot, so passte ihm vermutlich auch die Vollendung des Schillerschen Demetrius durch Goethe nicht. Es bedurfte nur eines Winks an seine Schwester Maria Paulowna, der derzeitigen Erbherzogin von Weimar,
um den Herzog Karl August zu bewegen, Goethe die Vollendung des Demetrius zu untersagen. Es ist durchaus glaubhaft, dass Goethe in diesem Fall widersprach, ja, mit leidenschaftlichem Sturm dieser Zumutung begegnete, bevor er seine Absicht aufgab, die ihm so verlockend erschien. Aber Goethe wie Karamsin waren nicht nur große Dichter bzw. Historiker, sie waren beide disziplinierte Hofleute. Bekanntlich war Beethoven über diese höfische Servilität Goethes sehr entzürnt und sagte ihm einmal in Teplitz, Zitat, »So müsst ihr es nicht machen, da macht ihr nichts Gutes. Ihr müsst ihnen tüchtig an den Kopf werfen, was sie an euch haben, sonst werden sie es gar nicht gewahr. Da ist keine Prinzessin, die den Tasso länger anerkennt, als der Schuh der Eitelkeit sie drückt.« Ende Zitat. Schiller hat es abgelehnt, in seinem Demetrius der regierenden Zarenfamilie Romanow viel Schönes zu sagen. Goethe hätte es vermutlich getan. Daher hat Bulthaupt wiederum recht, wenn er über Goethes Plan sagte, Zitat, ein Goethe-Schillerscher Demetrius hätte nur ein zwiespältiges Wesen werden können. Ende Zitat. Das erweisen denn auch Goethes Aufzeichnungen und Dichtungen zu dem von ihm am 18. Dezember 1818 veranstalteten Maskenzug zur Erbauung der Zarenwitwe Maria Fedorowna, der Schwiegermutter des Erbprinzen von Weimar, während ihrer Anwesenheit in Weimar. In diesem Maskenzug traten unter anderem auch das Epos und die Tragödie auf. In Gefolge dieser beiden Allegorien befanden sich Gestalten aus Schillers Dramen und so auch aus dem Demetrius. Goethe schrieb dazu, Zitat, »Tieferes Nachdenken erregt die folgende Abteilung des Festzuges, wo nach einem vielversprechenden Fragmente Schillers der Wendepunkt russischer Geschichte angedeutet werden sollte. Wir sehen dieses hohe, würdige Reich in beklagenswerter Verwirrung unter einem tüchtigen und untüchtigen Usurpator, Boris und Demetrius. Schwer ist solch ein Zustand zu schildern, der den Geist des Beobachters niederdrückt. Herzerhebend hingegen die Aussicht auf das Glück, das nachher aus einer reinen, ununterbrochenen Erbfolge entspringt. Marina, Aksinia, Odowalski zieren die Gruppe. Ende Zitat. In dieser Gruppe Dichtung wundert sich die Tragödie, dass das Epos verlegen zurücktritt. Zitat. Da greift denn jeder, der sich tüchtig nähme, nach Schwert und Zepter, wer den Feind vertreibt. Wer grässlich straft, das Unwill sich bequeme und dann zuletzt von allen übrig bleibt. Der Leichtsinn auch erringt sich Diademe, bis aufgebracht ein Gegner ihn entleibt. So Boris, so Demetrius, Marina, in wildem Wust bald Rex und bald Regina. Ende Zitat. Dieses Morden geht weiter, bis nun erscheint, was alle längst vermissen. Ein Heldenspross von dem Land zu Glück und Lust. Dieser Heldenspross soll Michael Romanow sein, der nach Beseitigung des Zaren Schuiski den russischen Thron besteigt. Und so dichtete Goethe weiter, Zitat. Nun klärt sich's auf, er kehrt in seine Schranken. Der Völkerschwall im ungemessenen Land. Nun wirken große, größere Gedanken, erweitert Grenze, tätig innerer Stand. Für Wissenschaft und Kunst und Handwerk danken die Völker sonst von allem abgewandt. Wetteifernd überträgt Bezirk Bezirken Kraft, Stärke, Reichtum, Schönheit, edles Wirken. Ende Zitat. Hier schmeichelt Goethe als Hofmann der Zarenfamilie, obgleich die grausige Ermordung des Zaren Paul I. in 1801 noch in aller Erinnerung war. Die Zarin Maria Fedorowna hatte die Schrecken dieses Mordes im Nebenraum erlebt. Ihr Sohn, der nachfolgende Zar Alexander I., hatte von dem Komplott zur Ermordung seines Vaters Kenntnis. Vermutlich hatte sich Schiller deshalb geweigert, der Zarenfamilie viel Schönes zu sagen. Weil aber der Hofmann Goethe in diesem Fall dichtete, versagte der Dichter Goethe. Denn jene Verse des Maskenzuges sind in jeder Hinsicht, nach Form und Inhalt, schauderhaft und kitschig. Die wiedergegebenen Dichtungen zu diesem Maskenzug hat eben der Hofmann gedichtet. Beethoven hatte völlig recht. So müsst ihr es nicht machen, da macht ihr nichts Gutes. Aber, das hat Goethe sehr richtig erkannt und zu von Contra gesagt, Zitat,
Schiller wäre noch unendlich höher gestiegen, hätte er länger gelebt. Ja, seine Fortschritte seien so außerordentlich gewesen, dass er ihn nach 4 Tagen nicht mehr gekannt habe. Ende Zitat. Schiller wäre noch unendlich höher gestiegen, hätte er länger gelebt. Aber je höher man steigt, desto tiefer man auch fallen kann. Schiller wurde, wie gesagt, meines Erachtens von bestimmten Stellen beseitigt. Die Umstände seines Todes, die sprechen dafür, dass er plötzlich, unerwartet und jung gestorben war, wo er sich mit diesem Fall so auseinandergesetzt hat und so Menschen Dinge hat sagen lassen, die eigentlich eben nicht so ans Licht kommen dürfen. Das ist halt, wie gesagt, meine Meinung dazu. Aber hier wenden wir uns jetzt von diesem dichterischen Schwall im Grunde ab. Der dichterische Hintergrund dieses Themas ist jetzt gelesen, ist jetzt verarbeitet und wir werden uns jetzt dem nächsten Kapitel zuwenden, das auch ganz interessant sein wird. Jedes Kapitel wird interessant, es wird immer interessanter, weil es heißt hier, aber auch hier gab es Hintergründe. Also auch hier bei dieser Goethe-Sache und so weiter gab es Hintergründe. Und wir werden sie jetzt beleuchten. Und zwar in dem Kapitel, wie gesagt, aber auch hier gab es Hintergründe. Wenden wir nun den forschenden Blick von den Vordergründen, von den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem russischen Zarentum und dem Herzoghaus von Weimar, auf die hintergründigen, dunklen Kräfte, so erkennen wir recht merkwürdige Zusammenhänge. Freilich, es mag dem Zaren Alexander I. auch politisch sehr unbequem und störend gewesen sein, wenn der so eng mit Polen verquickte Fall des falschen Demetrius erneut aufgedeckt würde. Aber noch unerwünschter war es den Jesuiten. Diese hatten nach der Auflösung ihres Ordens aus den katholischen Ländern, zumal aus Frankreich, zurückgezogen und in dem orthodoxen Russland angesiedelt. Sie wurden dort zunächst von der Zarin Katharina II. Geduldet und nach deren Tod von ihrem Sohn, dem Zaren Paul I., gefördert und begünstigt. Die Gesellschaft Jesu besaß denn auch beim Tode Pauls I. allein in Weißrussland über 13.500 Leibeigene und ein sehr ansehnliches Vermögen an Grundbesitz und Kapital. Zar Alexander I. ließ die Jesuiten zunächst gewähren. Im Jahre 1803 traf Joseph de Maistre als Emigrant in Russland ein. Das ist eine sehr wichtige Figur, Joseph de Maistre. Er trat sofort in die engste Verbindung mit den Jesuiten. Als Antichrist Papst Pius VII. Im Jahr 1804 die Krönung Napoleons zum Kaiser vornahm, brach der Zar Alexander I. zwar die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan verärgert ab. Die Jesuiten wirkten indessen in Russland weiter, bis sie nach verschiedensten Beschränkungen im Jahre 1820 ausgewiesen wurden. De Maistre war ein politisch außerordentlich tätiger Mann. Er verfügte über weitreichende internationale Verbindungen. Wir dürfen daher wohl annehmen, dass die Zarenwitwe Maria Fedorowna und deren Tochter, die Erbprinzessin von Weimar, von den Jesuiten im Sinne des Zaren Paul V. dachten. Der einflussreiche de Maistre hatte die Absicht, den orthodox-russischen Adel mit dem katholisch-polnischen Adel zu einer Front gegen die französische Revolution zu vereinigen. Da war natürlich jede Erinnerung an den Fall des Pseudo-Demetrius und die alte russisch-polnische Feindschaft nicht nur störend, sondern sie konnte nationale und religiöse Gefühle wecken, welche diese Form zerbrechen würden. Zumal wenn ein Demetrius als Drama auf der Bühne erschien und dabei die Wirksamkeit der Jesuiten und die Feindseligkeit zwischen Russen und Polen so eindrucksvoll gezeigt würde. Es ist also mit einer an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass jene dunklen Worte Goethes über die Hindernisse, die sich seiner Absicht, den schillerschen Demetrius zu vollenden und dann auf alle Bühnen zu bringen, mit den dunklen Kräften zusammenhängen, auf die wir bei jeder Gelegenheit stießen, wie ich ja bereits vorher kommentiert hatte. Da wir wissen, dass die Jesuiten den Demetrius-Schwindel aufgezogen oder doch maßgebend geleitet haben,
Da wir weiter wissen, wie sich der Orden und der Vatikan bemühten, dieses bloßstellende Unternehmen zur Katalysierung Russlands zu verschleiern, kann es kaum noch zweifelhaft sein, dass man auf jener Seite ängstlich bestrebt war, die Erinnerung an diesen Skandal zu verhüten. Es war ein merkwürdiges Spiel der Literaturgeschichte, dass der spätere Großherzog von Sachsen-Weimar, aus den Herzogen von Weimar waren Großherzoge geworden, den Dichter Friedrich Hebbel im Jahre 1857 anregte, zum 100-jährigen Geburtstag Schillers am 10. November 1859, dessen Demetrius für eine Aufführung an der Weimarer Bühne zu vollenden. Die Hindernisse, welche Goethe bei diesem Plan nicht überwinden konnte, waren jetzt nach 50 Jahren nicht mehr vorhanden. Die Wiederherstellung des Jesuitenordens durch Papst Pius VII. Im Jahre 1814 hatte die alten Gegner der Jesuiten, zumal die von den Päpsten so oft verfluchte Freimaurerei, auf den Plan gerufen. In Russland waren die Jesuiten im Jahre 1820 ausgewiesen worden. In den übrigen Ländern Europas war im Revolutionsjahr 1848 ein ideologischer Kampf entbrannt, der sich in seinen Auswirkungen auch gegen die Jesuiten und den Klerus richtete. Jetzt konnte Demetrius, von den künstlerischen Wirkungen und Wertungen einmal ganz abgesehen, jetzt konnte dieser Demetrius also das politische Interesse wecken und die Aufmerksamkeit auf die dunklen Kräfte lenken, die im Jesuitismus erkannt waren und von den Demokraten ans Licht gezogen werden sollten. Die einschlägige Literatur jener Zeit spiegelt diese Stimmung. Friedrich Hebbel begann mit der Arbeit am Demetrius, als ihm die beginnende Krankheit schon wachsende Qualen bereitete. Ihn leitete zunächst der Gedanke, nur das bewunderte Bruchstück Schillers in dessen Sinne zu vollenden. Er erkannte indessen bald, dass seine eigene, eigenwillige dichterische Schaffensweise ganz anders war als jene des »heiligen Mannes«, wie Hebbel Schiller in den letzten Jahren seines Lebens nannte. Schiller ging von den großen politischen Ereignissen aus. In dem Geschehen entfalteten sich die Charaktere der handelnden Personen in freier Selbstbestimmung. Hebbel lässt dagegen die Ereignisse durch den Charakter und die Individualität seiner Gestalten formen. Auf diese Weise schuf Hebbel Handlungen wie Charaktere völlig neu. Er meinte beim Fortschreiten der Dichtung einmal, man könne ebenso wenig dort weiterdichten, wo Schiller geendet, wie man dort zu lieben anfangen könnte, wo ein anderer später aufgehört hätte. So wurde Hebbels Demetrius eine selbstständige Schöpfung. Aber eines hatte Hebbel bei der Dichtung Demetrius mit Schiller gemeinsam, nämlich das Schicksal. Der Tod verhinderte die Vollendung von Schillers Demetrius. Der Tod bereitete auch Hebbels Demetrius ein vorzeitiges Ende. Allerdings konnte Hebbel seine Dichtung noch bis zum fünften Akt fortführen. Aber der Tod gewann diesen Wettlauf. Die Schmerzen des Dichters nahmen überhand. Er vermag den Bleistift nicht mehr zu führen, mit dem er seine Jamben notdürftig auf das Papier kritzelt. Mühsam geht es fort bis in die achte Szene des letzten Akts. Mitten darin bricht die Schrift ab. In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember im Jahr 1863 stirbt Hebbel an den Folgen einer Knochenerweichung. 50 Jahre alt, weil er, so sagte sein Arzt, weil er in seiner Jugendzeit zu oft hungern musste. Es soll hier keine literarisch-dramaturgische Bewertung der Demetrius-Dichtung Hebbels vergleichsweise mit der Dichtung Schillers vorgenommen werden. Bei Hebbels liebevoller Versenkung in das Individuelle entwich indessen der historische Geist, der Schillers Dichtung belebt. Aus dem geschichtlichen Drama wurden bei Hebbel persönliche Angelegenheiten der verschiedenen Personen. Diese spielen sich ab zwischen dem Demetrius, der Zarenwitwe Marfa, der Barbara, der von Hebbel erfundenen Mutter des Demetrius und zwei Intriganten. Dennoch hat Hebbel den jesuitischen Hintergrund des geschichtlichen Falles Demetrius ausführlicher aufgehellt, als es Schiller noch tun konnte. Während Schiller in seinen Entwürfen nur notiert, die Katholiken, besonders die Jesuiten, müssen auch geschäftig sein. Ja, vielleicht kann die Hauptintrige von ihnen ausgehen, wie es ja auch der Geschichte entspricht, fügt Hebbel ganze Szenen ein, wo diese Tätigkeit der Jesuiten und die Beweggründe des Demetrius-Unternehmens verdeutlicht werden. Man kann natürlich nicht wissen, wie Schiller solche Szenen gestaltet haben würde.
Nach seiner Behandlung der klerikalen Intrigen im Don Carlos, bei dessen Erstaufführung in Mannheim, ließ Dahlberg den Dominikaner Domingo als Jesuiten auftreten, würde er zweifellos die jesuitische Intrige im Demetrius ebenso klar herausgestellt haben. Der bekannte Bühnenleiter Max Martersteig, ein Mann von dichterischem Feingefühl und bewährtem Urteil, hat am Ende des vorigen Jahrhunderts in seiner Bearbeitung des Hebbelschen Demetrius den Anteil der römischen Kurie an dem Schwindel noch stärker betont, als es Hebbel selbst getan hatte. Die fortgeschrittenen historischen Forschungen und die polemische Aufklärung jener Zeit über den Jesuitenorden ermöglichten, ja, forderten eine solche Verdeutlichung. Hebbel sagt in seinem Drama durch den Mund des Kardinallegaten über die jesuitischen Planungen zur geistigen Unterwerfung Russlands, Zitat, es gilt, das heilige Werk, das tausendmal misslungen, doch aber tausendmal mit frischen Kräften begonnen und vollendet werden muss, und legten wir auch erst am jüngsten Tag den letzten Stein mit unserem letzten Schweiß, der Rock des Herrn zerrissen und zersplissen, ist immer noch das treue Bild der Kirche. Und ehe wir ihn neu zusammenstückten, ist nichts geschehen, wie viel wir auch getan. Man muss des Übels Wurzel endlich treffen, und dazu habe ich eine Axt geschmiedet. Wie sie der Papst noch nie geschwungen hat, der Zarewitsch ist unser. Und darf ich, wenn ich das durch ihn vollbringe, was 12 Jahrhunderte umsonst versuchten, nicht ganz so würdig wie der große Gregor, der Deutschlands Kaisers Zepter einst zerbrach, mich niedersetzen auf St. Peters Stuhl? Ende Zitat. Der Jesuit, mit dem der Kardinallegat diesen Plan berät, mittels des falschen Demetrius Russland zu katholisieren, erwidert, Zitat, wenn du durch ihn das Schisma tilgen kannst, das Morgenland und Abendland gespalten, so hast du mehr getan als Hildebrand. Ende Zitat. Hildebrand war der Taufname des genannten Papstes Gregor VII., der regierte zwischen 1073 und 1085. Und über diesen Hildebrand werden wir in der Lesung Ja, sollte Gott gesagt haben, noch ganz, ganz, ganz viel lernen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Papst, der hier mal eben kurz erwähnt wird, nach dem Motto, wenn du diese Schisma tilgen kannst, hast du mehr getan als Hildebrand. Ich denke nicht, dass ich damit übereinstimme, aber auf jeden Fall wird er eine ganze Menge getan haben, sollte das gelungen sein. Aber ist es ja nicht. Der Kardinal erläuterte nun den Plan hier in Hebbels Arbeit und es geht fort und er sagt, Zitat, und warum sollte ich nicht? In Deutschland selbst, wo die verruchte Schlange, welche Adam zu Fall gebracht hat, noch spukt bis diesen Tag und immer neue Ketzereien brütend ihr letztes Gift in Luther ausgeschäumt, in Deutschland selbst ist man der Völker sicher, wenn man den Fürsten hat, denn diese müssen ihm in den Himmel wie zur Hölle folgen. Und ob er dreimal wechselt mit dem Weg, wie denn erst hier, wo ein Wassiljewitsch, der seinen eigenen Erben mit dem Hammer da niederschlug und die Bojaren köpfte, als wären's Disteln von der blöden Menge, bis heute beweint wird, ja, zurückersehnt. Der Zar von Moskau tut, was ihm gefällt, und Gott allein ist mächtiger als er. Ende Zitat. Aus dem Vorspiel, die 10. Szene. Hier lässt Hebbel also im Vorspiel den Kardinallegaten in dichterischer Sprache den Zweck des Demetrius-Unternehmens entwickeln. Der Jesuit Gregori fordert dann in der 6. Szene des 4. Aktes von dem inzwischen zum Zaren aufgestiegenen Demetrius, den Jesuiten zu gestatten, sich in Russland niederzulassen. Zitat, du bist ersehen, den Kirchenspalt zu schließen, der Abendland und Morgenland zerreißt und mit dem Untergang die Welt bedroht. Erstaune nicht, die Krone ist dir neu. Und wenn du auch das Schwert schon ruhmvoll schwangst, die Kraft des Zepters hast du nicht erprobt. So höre denn von mir, was es vermag. In Deutschland selbst, wo die verruchte Schlange, die Adam um das Paradies betrog, noch kriecht bis heute und ihr letztes Gift im ketzerischen Luther ausgeschäumt, in Deutschland selbst bestimmt der Fürst den Glauben und seine Völker müssen ihm zum Himmel und auch zur Hölle folgen, wenn er winkt. Wieder nicht hier, wo Mensch und Bär noch streiten, wer Herr ist
und den anderen tanzen lässt. Der Zar von Moskau tut, was ihm gefällt, und Gott allein ist mächtiger als er. Du wirst durch Schulden zahlen reich, die Erde wird jubeln bei der Geburt des Herrn, wenn's endlich wieder eine Kirche gibt, wie eine Welt, und wenn zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint, und bis zum jüngsten Tage wird es heißen, wenn man zugs um den Altar gedenkt, zur rechten Schritt der Zar Demetrius, zur linken aber Schritt ein neuer Papst. Ende Zitat. Jetzt werde ich mir mal kurz erlauben, in einen Teil des gerade eben Gelesenen einen Kommentar zu geben. Der Zar von Moskau tut, was ihm gefällt, und Gott allein ist mächtiger als er. Du wirst durch Schulden zahlen reich. Ne? Also wir wissen ja, dass wenn Tribute, Ablässe in der Kirche nimmt und dadurch wird die Kirche reich. Ne? Das ist dasselbe wie hier ist dichterisch ausgedrückt Schulden zahlen. Die Erde wird jubeln bei der Geburt des Herrn, wenn es endlich wieder eine Kirche gibt. Hier ist eine Verweisung auf die wie wir heute nennen, neue Weltordnung. Ja, wir wissen, eine Regierung, eine Kirche und natürlich die eine Kirche regiert die eine Regierung, genau wie es jetzt auch ist, mit der römisch-katholischen Kirche, die die Herrscher der Welt regiert. Wenn es endlich wieder eine Kirche gibt, wie eine Welt, ja, neue Weltordnung, alles eins, alles in eins, und wenn zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint. Nun, dieser Teil des Satzes ist sehr, sehr wichtig. Weil wer kann sich unter wenn vom Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint etwas vorstellen, außer wenn man sich jetzt wirklich mit der römisch-katholischen Kirche und der ganzen, zwischen Anführungszeichen, neuen Weltordnung beschäftigt, wo man nur weiß, dass es die Wiederherstellung der alten Weltordnung ist und wo wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche seit Jahrhunderten alles daran setzt, alle Menschen unter ihre Fittiche zu bekommen, um eben die Eucharistie auf die römische traditionelle Weise zu feiern. Ein jeder muss die volle Kommunion haben. Und hier steht, wie eine Welt und wenn zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint. Das heißt, alle Menschen erscheinen zur vollen Kommunion in der vereinten Kirche, wenn es endlich wieder eine Kirche gibt, wie es davor heißt, diese eine Kirche in einer Welt, das ganze menschliche Geschlecht zum Liebesmahl erscheint. Liebesmahl ist nach meinem Verständnis hier die Eucharistie, ja? Das ist in der römisch-katholischen Kirche sogenannte Zeremonial, das Opferritual, mit dem Jesus Christus aus dem Himmel in das Brot geholt wird, mit Hilfe der hexerischen Transsubstantiation. Ja, da hatten wir schon oft drüber gesprochen. Und dann eben wird dadurch das ganze menschliche Geschlecht vereint. Bis zum jüngsten Tage wird das heißen, also bis Jesus dann wiederkommt, wenn man des Zugs um den Altar gedenkt, zur rechten Schritt der Zar Demetrius, zur linken aber Schritt ein neuer Papst. Also mit anderen Worten, der Zar auf der einen Seite, der Papst auf der anderen, hier gleichwertig, nach dem Motto, über ihnen ist nur einer. Und hier ist natürlich eben auch das wieder mit drin, dass der Papst eben auch den weltlichen Herrscher, diesen Zar Demetrius oder was auch immer, in diesem Fall Demetrius, natürlich lenkt, steuert, befehlt, wie es heute auch ist. Wie gesagt, diesen kleinen Satzeinfall, wenn es endlich wieder eine Kirche gibt, wie eine Welt, und wenn zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint, und bis zum jüngsten Tag wird es halt und so weiter. Zum Liebesmahl, das ist für mich also die Kommunion mit dem Eucharisten, wenn das ganze menschliche Geschlecht erscheint und alle Menschen eben in der vollen Kommunion sind mit der Kirche von Rom, dann herrscht die Kirche von Rom eben über die ganze Welt. Offiziell, ohne irgendwelche Opposition. Das ist mein Blick auf diese Punkte. Habe ich damit recht? Das weiß ich nicht, das will ich jetzt auch gar nicht behaupten, aber das ist halt, wie ich das hier sehe. Und ich
habe ja vorhin gesagt, dass wir uns das jetzt mit dem Dichterischen, dass wir mit dem Dichterischen vorbei sind, dass wir jetzt ins nächste Kapitel gehen. Ich denke, das, wo wir jetzt drin sind, das ist gar nicht mal das nächste Kapitel, sondern das ist eigentlich nur ein Unterabschnitt des Kapitels, das wir ja bereits gelesen hatten. Wie auch die letzte Sendung hieß, ne? Die dichterische Gestaltung des Falls ist dann noch fortfahren. Nur halt jetzt mit erst Goethe und dann mit diesem Hebbel und uns jetzt noch weiter um diese Sache bekümmern. Also ich denke, das ist eher ein Unterkapitel von dem. Ich hatte mich da täuschen lassen von dem Titel da oben drüber und dachte, das wäre ein Kapitel. Aber das könnte auch ein neues Kapitel sein, aber es geht halt immer noch im Gedanken dieses Dichterischen hiermit weiter. Ich hoffe, dass ihr bei mir bleibt, weil es ist nicht immer ganz so leicht, meine Gedankengänge zu folgen oder auch den Gedankengängen des Autoren hier. Aber es wird immer mehr und mehr deutlich, dass, obwohl Goethe jetzt also gesagt hat, ich schreibe den Demetrius nicht weiter, und er das auch aus einer ganz anderen Perspektive machen würde, der Hebbel das wohl dann getan hat, komischerweise dann auch zu Tode gekommen ist, gerade wo er es dann vollendet hat. Und er es wohl, denke ich mal, soweit wir bis jetzt gelesen haben, mehr im Geiste Schillers vollendet hat, als Goethe das hätte machen können. Auf Seite 106 lesen wir dann jetzt nach dem Zitat gerade eben weiter. Der Autor sagt hier: Man lasse sich nun aber nicht durch die Sprache des Dichters zu der Annahme verleiten, Hebbel habe diese Ansichten persönlich vertreten. Auch sein Demetrius lehnt es ab, diese jesuitischen Pläne zu verwirklichen. Der dramatische Dichter bringt eben nicht nur seine eigene Meinung im Drama zum Ausdruck. Durch die verschiedenen erdichteten Gestalten kommen auch verschiedene Auffassungen zu Wort. In diesem Widerspiel von Handlung und Meinung besteht eben das Drama. Daher schildert Hebbel auch den erdichteten Kardinallegaten von dessen Standpunkt aus, den der Dichter natürlich nicht teilt. Wie Hebbel persönlich über das Christentum, also Katholizismus, bitteschön, dachte, geht aus seinem Brief an Elise Lensing vom 12. Februar 1837 hervor. Hebbel schrieb darin unter anderem: Ich beuge mich jedem Höheren und also gewiss dem Höchsten. Aber nur dadurch, dass ich ihn möglichst zu entbehren suche, kann ich mich in ein würdiges Verhältnis zu ihm setzen. Er will nicht die Krücke des Menschen sein, darum hat er ihm Beine gegeben. Das Christentum ist das Blatterngift der Menschheit. Also, Christentum ist hier wohl als Katholizismus zu verstehen, denke ich mal. Ne? Ich sage es jedenfalls so. Das Christentum ist das Blatterngift der Menschheit. Es ist die Wurzel alles Zwiespalts, aller Schlaffheit der letzten Jahrhunderte vorzüglich. Je weiter sich wahre Bildung nach unten hin verbreitet, umso schlimmer wird es wirken. Bisher war das Christentum des Volkes ziemlich unschädlich, denn es war ein roheres Heidentum. Diese meine innigsten Überzeugungen habe ich mich veranlasst gefunden, dir mitzuteilen. Hinter all dem Scherz in früheren Tagen lag der tiefste Ernst versteckt. Ich hasse und verabscheue das Christentum und nichts mit größerem Recht. Ende Zitat. Wenn wir jetzt nochmal das lesen, was Hebbel der Elise Lensing 1837 schrieb, und wir verstehen, dass er hier nicht Christentum meint, sondern Katholizismus, dann können wir doch nicht anderes tun, als ihm hier mit Sicherheit zustimmen. Ich lese es nochmal vor, aber jetzt so, wie es heißen sollte. Ich beuge mich jedem Höheren und also gewiss dem Höchsten. Aber nur dadurch, dass ich ihn möglichst zu entbehren suche, kann ich mich in ein würdiges Verhältnis zu ihm setzen. Er will nicht die Krücke des Menschen sein, darum hat er ihm Beine gegeben. Also diesen ersten Teil des Briefes bin ich natürlich gar nicht mit einverstanden. Dadurch, dass ich ihn möglichst zu entbehren suche, kann ich mich in ein würdiges Verhältnis zu ihm setzen. Kein Mensch kann sich in ein würdiges Verhältnis zum Höchsten, also zu Gott, setzen. Er will nicht die Krücke des Menschen sein, das ist richtig, darum hat er ihm Beine gegeben, aber das finde ich einen ziemlich gotteslästerlichen Ausspruch. Jedenfalls, jetzt kommt der interessante Teil.
Der Katholizismus ist das Blatterngift der Menschheit. Der Katholizismus ist die Wurzel allen Zwiespalts, aller Schlaffheit der letzten Jahrhunderte vorzüglich. Je weiter sich wahre Bildung nach unten hin verbreitet, je wahrer sich katholische Bildung nach unten hin in die gesellschaftlichen Schichten verbreitet, umso schlimmer wird es wirken. Ja? Der Katholizismus, der in der Bildung erst nur den oberen Schichten vorbehalten war, was wurden ja nur die oberen Schichten schulisch ausgebildet, jetzt geht aber diese wahre Bildung durch die ganzen Schulen, wo ja schon die Kinder reinkommen, jetzt geht diese katholische Bildung bis unten in die Wurzel der Nation, in die Wurzel der Familie, in die Kinder hinein, umso schlimmer wird es wirken. Also das, was ihr hier sagt, ist vollkommen richtig, wenn man das in Bezug auf den Katholizismus setzt und wenn man eben das Ratio Studiorum der Jesuiten begreift, das Lernen gegen das Lernen gesetzt, das Lernen dieser Welt gegen das Lernen aus der Bibel. Wenn man das berücksichtigt, dann ist das ein sehr weiser Ausspruch, den der Hebbel hier macht. Also, nochmal. Der Katholizismus ist das Blatterngift der Menschheit. Der Katholizismus ist die Wurzel allen Zwiespalts, die Wurzel aller Schlaffheit der letzten Jahrhunderte vorzüglich. Je weiter sich römisch-katholische Bildung nach unten hin verbreitet, umso schlimmer wird es wirken. Bisher war der Katholizismus dem Volk ziemlich unschädlich, denn es war eigentlich auch zu erkennen als rohes Heidentum. Aber jetzt, wo sich dieser Katholizismus mehr in gute Kleider hüllt, wird er immer schwieriger erkannt. Deutliches Wirken der Jesuiten, über das er hier schreibt. Ne? Diese, meine innigsten Überzeugungen, habe ich mich veranlasst gefunden, dir mitzuteilen. Hinter all dem Scherz in früheren Tagen lag der tiefste Ernst versteckt. Ich hasse und verabscheue den Katholizismus und nichts mit größerem Recht. Ende. Zitat. In seinem Demetrius enthüllt der Richter, in seinem Demetrius enthüllt der Dichter Friedrich Hebbel durch jene Szenen nur den religiösen, In seinem Demetrius enthüllt der Dichter Friedrich Hebbel durch jene Szenen nur die religiösen Hintergründe des Demetrius-Unternehmens, wie sie den historischen Tatsachen entsprechen. Er kleidet die Gedanken und Meinungen der Personen in dichterische Sprache und formt sie zu Jamben. Was Hebbel sonst noch als Dichter an der Gestaltung und der Charaktere durch Handlung und Sprache geleistet hat, soll nicht weiter untersucht werden. Es ist für unser Gesamtthema unwesentlich. Jedenfalls wusste Hebbel, dass Geschehen und Handeln der Personen in seinem Demetrius, Zitat, mit jesuitischen Welteroberungsplänen überaus geschickt zu begründen. Ende Zitat, wie der Literaturhistoriker Franz Zinkernagel in seiner Einleitung zu dem Demetrius des Dichters schrieb. Das ist hier die Frage, die Hebbel ganz im Sinne der geschichtlichen Tatsachen richtig beantwortet hat. Und damit schließen wir jetzt das Kapitel über die dichterischen Hintergründe des Falles ab. Ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal eben gelesen haben und sicher auch diesen letzten Teil, die dichterische Gestaltung des Falles und was man nicht als Dichter alles aussagen kann und welche Macht das dichterische Wort hat, nur wenn es natürlich von diesen Mächten im Hintergrund gelesen und natürlich auch richtig verstanden wird, dann werden diese Dinge wohl eine Aufführung verhindert werden. Und so ist es dann ja auch gewesen, denn das Werk von Demetrius ist in der Art und Weise, glaube ich, heute sehr schwer noch aufzutreiben und vor allen Dingen wird es keinen geben, der es mal aufführen kann. Was natürlich auch damit zu tun hat, was wir nicht vergessen dürfen, dass Theater, diese ganzen Vorstellungen oder was auch immer man da, wie auch immer man das nennen will, diese ganzen Theaterstücke und alles, das ist alles jesuitisch kontrolliert. Die Jesuiten sind die Ersten, die überhaupt das Theater zwischen Anführungszeichen jetzt sage ich mal erfunden haben. Ja? Das moderne Theater erfunden haben. Und das dann
ausgebreitet haben, technologisch, mit der Kamera, ne? Mit der Laterna Magica und so weiter. Das war ja nur eine Fortsetzung dieser ganzen Dinge. Aber was auf den Weltbühnen heutzutage gesagt wird und auch damals gesagt wurde, war Jesuiten kontrolliert. Und wenn man so gegen die Jesuiten ging, wenn man sie so klar bloßgestellt hat, wie Schiller es getan hat, und Hebbel das dann weiter durchgezogen hat, dann ist es natürlich so, dass die Jesuiten da etwas gegen haben und deswegen wird so etwas so nicht aufgeführt. Den Abschlusssatz hier oder die Abschlusssätze des Autoren finde ich sehr bemerkenswert, deswegen lesen wir es nochmal. Hebbel wusste das Geschehen und das Handeln der Personen in seinem Demetrius, Zitat, mit jesuitischen Welteroberungsplänen überaus geschickt zu begründen. Wie der Literaturhistoriker Franz Zinkernagel in seiner Einladung zu Demetrius des Dichters schrieb. Und das, sagt der Autor, das ist hier die Frage, die Hebbel ganz im Sinne der geschichtlichen Tatsachen richtig beantwortet hat. Also er mag Fehler gemacht haben bei der Ausschmückung seines Demetrius, aber er hat ganz deutlich die jesuitischen Welteroberungspläne darin versteckt und es den Menschen aufgezeigt und wohl auch auf eine ein oder andere Art und Weise mit seinem Leben dafür bezahlt. Also, Schiller hat sich mit dem Demetrius beschäftigt und ist gestorben. Goethe hat dankend Nein gesagt, hat es nicht übernommen, hat es nicht weitergeschrieben, unter welchem Vorwand auch immer. Und Hebbel, der es weitergeschrieben hat, ist eben auch früh verstorben. Und das ist natürlich jetzt im Grunde die Auswirkung des dichterischen oder das sind Nachwirkungen der dichterischen Gestaltung des Falles. Und damit ist dieser Teil auch abgeschlossen, denn im nächsten Kapitel heißt es auf neuen Wegen zum alten Ziel. Da gehen wir jetzt zwar nochmal in den Dichter Hebbel kurz rein, aber dann lernen wir eine ganze Menge andere interessante Menschen kennen. Und ich kann euch versprechen, es wird eine sehr interessante Lesung. Es werden überhaupt sehr interessante Lesungen für dieses Buch. Heute vielleicht ein wenig schwierig, ein wenig hin und her. Ich habe auch ein paar Tage Pause gehabt. Ich konnte mich nicht mehr so reinarbeiten in das Buch und mit Dichtern bin ich sowieso immer ein bisschen auf dem Kriegsfuß gewesen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, wenn wir alleine schon von dem Hebbel hier auf Seite 106, was ich vorgelesen hatte, in der sechsten Szene die Aussage des Jesuiten Gregori hier nochmal mitlesen. Ja? Hier lässt Hebbel also im Vorspiel den Kardinallegaten in dichterischer Sprache den Zweck des Demetrius-Unternehmens entwickeln. Der Jesuit Gregori fordert dann in der sechsten Szene des vierten Aktes von dem inzwischen zum Zaren aufgestiegenen Demetrius, den Jesuiten zu gestatten, sich in Russland niederzulassen und kommt zu der Aussage, wenn es endlich wieder eine Kirche gibt, wie eine Welt und wenn zum Liebesmahl das ganze menschliche Geschlecht erscheint. Und das ist ein Kernstück dieser Aussage hier. Da geht es den Jesuiten drum. Und das hat man halt versucht, hier in das Demetrius-Stück mit einzuarbeiten. Und das stößt dann natürlich auf Widerstand der Jesuiten. Das kann man so nicht veröffentlichen, weil die Menschen, die sich mit Jesuitismus und Katholizismus beschäftigen, die verstehen ganz genau, was hier gemeint ist. Und deswegen ist es so gefährlich. Wollen wir mal sehen, was YouTube zu diesem Video dann sagt, ne? Nein. Die sogenannte künstliche Intelligenz auf YouTube hat keine Ahnung, von welchen Dingen ich hier spreche. Glaube ich jedenfalls nicht. Ansonsten wird das Video irgendwann gelöscht. Lass ich es drauf ankommen, auf jeden Fall. Es ist ein wenig kürzer als die anderen Lesungen, weil ich jetzt mal auf neuen Wegen zum alten Ziel das nächste Mal das neue Kapitel beginnen möchte und das heute Abend nicht mehr beginne. Darum schließen wir jetzt mit knapp 50 Minuten ab. Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen und kann nur jedem anraten, ladet euch das Buch gratis im Internet runter, bestellt euch das Buch, um es in der Hand zu halten, es selbst zu lesen, lest mit mir mit und ihr werdet noch viel mehr Verständnis haben von diesen Videos, als wenn ihr es nur hört. Wenn man das selbst liest und dann logischerweise direkt auch merkt, wo ich Kommentare habe, aber auch selbst auf Pause drücken kann und dann selbst nachdenkt und reflektiert über das, was ich gesagt habe, dann werdet ihr viel reichere Erkenntnisse haben und ihr werdet viel mehr
Wissen und Erkenntnis aus dieser Lesung mitnehmen, als wenn ihr nur vorm Schirm sitzt und das Video schaut. Wofür ich euch trotzdem danke, wenn ihr es tut. Und ich hoffe, dass ihr doch auf die eine oder Art und Weise ordentlich was gelernt habt. Nicht vergessen, am meisten lernen tut man immer noch, wenn man die Bibel liest. Das Wort Gottes. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha.